Ich kann mir kein Szenario in meinem Kopf vorstellen, dass sich Flair zu Hause hinsetzt und ein Kraftklub-Interview anguckt. Aber ich sitze zu Hause und gucke mir auf jeden Fall Flair-Interviews an. Aber es gibt. Wenn du so in deinem Promoplan und all den Gesprächen, die so zustande kommen rund um so ein Album und wie du eben schon gesagt hast, zwei Tagen mit jeweils gefühlten 24 Stunden Interviews und sowas alles kommt, was macht das mit dir? Ist das. Ach, naja, das ist jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Das hört sich jetzt dramatisch an, weil ich jammer jetzt ein bisschen rum, aber im Endeffekt, das ist easy. Also es geht ja zumindest, klar, ist das der Job, den man macht und das ist ja auch wahrscheinlich auch irgendwie dann ein Teil von dem, warum man das, was man macht, also dass man da hinkommt, dass man überhaupt diese Situation hat, dass Leute ganz, ganz viel mit einem reden wollen. Aber ich denke mir immer, und ich kenne das vor allen Dingen auch von Rap-Promo-Terminen, wenn dann da so zehnmal das Portal kommt und dann also zehn verschiedene, das schon fünf verschiedene Portale kommen und in Deutschrap weiß ja, der hat auch gerne mal ein, zwei Stunden geredet, dann die Deutschrap haben einfach unglaublich viel zu erzählen, immer wieder, ja. Immer, ich frage mich, wie oft kann man mit dem gleichen, noch das gleiche, die unglaublich schnelle Release-Tonus auch ja. So, immer, wie kann man denn jetzt schon wieder anderthalb Stunden lang in so ein Interview führen, aber ohne Probleme. Meinung ist das A und O, aber dann frage ich mich andersrum, weil dein Thema und das, was dann die Leute auch von dir wissen wollen, ist ja ein kleines bisschen was anderes. Sind das dann viele kleine Häppchen, die alle fünfmal die gleiche Frage stellen? Nö, also klar, wiederholen sich irgendwelche Fragen. Wie gesagt, ich gerade schon erzählt, manchmal so bei so richtig krass langen Tagen kommt man so in so einen Modus rein, wo man so denkt, so, hä, habe ich das jetzt ihm schon erzählt oder habe ich das dem davor erzählt? Aber im Endeffekt hat sich das trotzdem also positiv verändert, sage ich mal. Also früher, was richtig scheiße war, weil man mit Leuten Interviews gemacht hat, wo man wusste, die haben gar keinen Bock, einen zu interviewen. Und die haben das jetzt irgendwie draufgedrückt bekommen, weil irgendwie der Lokalchef meinte, jo, das musst du mal machen, irgendwie ist so Stadtmagazin, mach mal ein Interview mit dem. Und ich so, ja, keine Ahnung, wer ist denn das? Ich weiß auch nicht, wer das ist. Mach jetzt mal, frag mal was. Und mittlerweile ist ja so, dass die Leute zumindest irgendwie, also die meisten haben sogar die Platte gehört, manche haben sogar irgendwie krass, Fragen dazu oder so. Das war früher ganz anders. Da wurde halt höchstens mal so dieser eine Song, dann war jede Frage, ja, also ihr kommt aus Karl-Marx-Stadt, aber die Stadt heißt ja Chemnitz. Warum singt ihr Karl-Marx-Stadt? Das war dann so jedes Mal wieder so, na gut, geht's wieder los. Warum heißt der eigentlich Kraftklub und so? Das war halt sehr blöd. Und mittlerweile, jetzt ist es total Luxus, jetzt macht es total Bock, Interviews zu geben mittlerweile. Ist es dann aber spannend, wenn du, also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sich der Themenkreis dann aber schon ziemlich, also die Sachen, die sie von zum Beispiel dir dann wissen wollen, die gleichen sich ja wahrscheinlich schon. Gibt es dann so spannende Interviews, spannende Situationen, wo das mal komplett ausbricht? Ja, klar, es gibt immer wieder so ganz andere Interviews, wo dann irgendwie über das Kochen geredet wird oder wir hatten jetzt relativ viel mit so Frauenmagazinen, wo so ganz andere Themen auf einmal so, was auch spannend war. Aber im Endeffekt, ich rede ja auch gerne darüber. Wir haben jetzt auch irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre lang eine neue Platte gemacht. Ich habe auch Bock darüber zu reden, ich habe auch Bock zu erzählen und so dramatisch, also ich will mich nicht beschweren. Ich habe Bock, Interviews zu machen, das ist überhaupt gar kein Thema. Als wir dann hier quasi also die Idee auf dem Tisch hatten, dass wir beide uns zusammensetzen, habe ich mir natürlich als allererstes gedacht, ich komme halt aus dem Metier, wo man zwei Stunden lang über den kompletten Tonus von dem redet, was die Leute so miteinander zu tun haben. Habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich dann auch ein kleines bisschen schwierig wird. Aber ich gehe ja mal davon aus, da du ja auch ein Rap-Fan bist, auch schon auch das eine oder andere Mal Konsument von eben diesen Interviews gewesen bist, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gab eine Zeit, da kam ja gefühlt jeden Tag ein Flair-Interview raus. Mhm, ja. Also Flair, ich kenne sehr viel Flair-Interviews. Bushido ist auch mal gern gesehener. Also ja, klar, ich gucke mir auf jeden Fall viele Rap-Interviews an. Ich gucke mir jetzt nicht ganz so Nerd. Also ich habe Kumpels, die gucken sich wirklich jedes Interview mit jedem. Irgendwann ist es auch so ein bisschen. So von diesen Untergrundleuten noch so ein bisschen diese Absurditäten, die gucke ich mir auch noch. Also so diese Ruhrpott-Leute, so diese Virus, Chaos, also so diese ganzen, wo es so ganz verrückt wird, so das gucke ich mir auch noch an, weil es irgendwie auch unterhaltsam ist. Aber ja, also klar, so die Klassiker, Flair und Bushido und wenn Shindy irgendwie also krasses Interview im Luxus-Dings gibt, dann gucke ich mir das auch an. Siehst du denn da so entertainmäßig einen Unterschied? In den Thematiken, in dem wie Rapper interviewen, wie sie sich präsentieren, also ich guck wie mir, du das als Künstler machst?
Also ich würde mir kein Interview von mir angucken. Nee? Nö. Wäre mir zu langweilig. Also ich würde. Ich würde mir auf jeden Fall. Na, weil ich kann, ich will. Also ist einfach so. Ich würde mir zu Hause nie ein Interview von Kraftclub anmachen oder so. Wenn ich jetzt nicht ein Hardcore-Fan wäre davon so. Ja. Aber ich mache mir auf jeden Fall Flair-Interviews an, einfach weil ich es unterhaltsam finde, weil ich es lustig finde. Ist aber der entscheidende Punkt, um den es wahrscheinlich geht, dass es so Rapper geschafft haben, neben ihrer Musik oder ihrer Musik hinaus so ein riesengroßes Spektrum an, ich bin eine Persönlichkeit, ich habe ganz viel zu erzählen und das, was ich zu sagen habe. Auf jeden Fall. Flair ist für mich so ein Snoop Dogg, der deutsche Snoop Dogg, der einfach noch so nebenbei, der könnte auch, ich würde mir von Flair auch angucken, wie der Tierdokus synchronisiert. So. Ohne Scheiß, fände ich wahrscheinlich super unterhaltsam. Klar, muss es ja auch geben, also abgesehen davon, dass das letzte Flair auch super war, aber der ist ein unterhaltsamer Dude auf jeden Fall. Aber das, wenn du das gerade sagst, das letzte Album von Flair gut, dafür hat er sehr viele Props bekommen, sehr viel Lob. Das ist ja dann andersrum bei euch ja, so zumindest von meiner Wahrnehmung, von dem Punkt, wo ich sehe, dass die Musik und das Lob für die Musik viel mehr im Vordergrund steht, als das, was die Typen dahinter vielleicht so... Ja, ich glaube, das liegt ja einfach daran, dass das Rap schon immer so viel mehr so Personality-mäßig war und wir ja nie irgendwie spannende... Also ich habe jetzt nie irgendwie erzählt von meinem, wie ich hier privat... Also ich würde auch nie, das ist ja lustig bei Flair, das ist so, aber ich würde nie auf die Idee kommen, meine Adresse bei Twitter reinzuziehen. Das ist so eine absurde Idee, aber der macht das halt so, ja, keine Ahnung. Aber bei uns ging es ja immer eher darum, wir wollten halt live spielen. Wir haben uns nie großartig als Entertainer, also alles, was Entertainment quasi gemacht wurde, fand nur auf der Bühne statt. Und davon ab war... Dass eher so eine Pflicht, noch so ein Interview ab und zu mal zu machen. Aber jetzt nicht. Wir waren es nie so die entertaining Dudes oder so. Ich meine, du bist ja selber als Rapper gestartet, hast deinen Splash-Auftritt als Rapper gehabt. Dann ist der Weg in eine andere Richtung gegangen. Wenn du dir das anguckst, was Rap. Dann bereue ich das sehr. Ja. Das Genre dir mal ganz ernsthaft. So, bist du dann ganz froh, dass der Cake so ein bisschen auch dran vorbeigegangen ist an dem ganzen Zirkus? Ich meine, das hätte ja dann andersrum bedeutet, stell dir vor, du rappst, dann machst du das ganz gut, dann hast du musikalisch auch ein bisschen Einflüsse, da gibt es ja auch hier im Dunstkreis auch den einen oder anderen, der das auch ganz gut gezeigt hat, dass man trotzdem dann sehr groß, sehr erfolgreich werden kann und trotzdem bist du dann im gleichen Spielfeld wie die besagten bösen Jungs ABC, die dann, wenn sie Lust haben, die ganze Zeit auf dich schießen. Ja, also man hat ja dann, also selbst wir haben ja irgendwelche anderen Problemchen mit anderen Rockbands dann auch ab und zu mal gehabt und so. Aber was war der krasseste Beef da? Ach, da möchte ich nicht drüber reden. Im Gegensatz zu Rappern, also das ist mir auch einfach so, das macht mich einfach nur, das ist einfach nur ermüdend. Ich rede auch ungern über so Beef-Sachen. Von anderen wiederum, da finde ich das sehr unterhaltsam. Ich guck mir das gerne von außen an, aber selber so Beef zu haben. Nee, keine Ahnung, aber ich würde, klar, das wäre dann wahrscheinlich dann das, was mir am meisten auf den Sack gehen würde, wenn ich jetzt ernsthafter Rapper wäre, dass man auf dem Radar von irgendwelchen Leuten erscheint, wo man überhaupt nicht auf dem Radar erscheinen will. Wo man überhaupt nicht will, dass die von der Existenz von einem wissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt gefährlich, dass ich hier ein Interview mache. Vielleicht. Ich frag mich manchmal, ne? Ja. Ich frag mich manchmal wirklich. Ob so ein, ob meinetwegen, keine Ahnung, wer ist ein harter Gangster, ob Ratar schon mal in seinem Leben von Kraftclub gehört hat. Oder ob das wirklich so komplett einfach eine ganz andere Welt ist sozusagen, der noch nie in seinem Leben von Kraftclub gehört hat. Bei Flair weiß ich das, weil der nämlich mit so einem Interview, da hat er dann so Kraftwerk gesagt. Der hat es nicht versprochen, der dachte halt, das ist die gleiche Band so. Und dann wusste ich, okay, das ist halt einfach, wir sind einfach nicht mal ansatzweise in seinem Kosmos. So. Der hat mit uns halt einfach keine Schnittmengen sozusagen. Auf der anderen Seite ist, würde ich sagen, von der Kommunikation, das hängt dann natürlich vielleicht auch ein bisschen mit der Pressearbeit zusammen, wie dann die Agentur das arbeitet und so, seid ihr trotzdem immer auch so ein bisschen in dem Dunstkreis mit aufgetaucht. Es gab immer die Verbindungen, dann auch Festivals, glaube ich, auch immer, wenn ich mich so recht erinnere, in der Vergangenheit häufiger mal zusammen gespielt, so ein bisschen. Es wurde halt auch schon da ein bisschen, wahrscheinlich dann auch durch die eigene Vergangenheit so ein bisschen platziert. Ja, was heißt, es wurde platziert? Das ist halt einfach, ich kann halt einfach nicht singen und sprechreppe mich da so durch die Strophen durch. So. Ich glaube, dass dadurch halt manchmal, es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Leute, die
die Kraftklub hören und die genauso auch irgendwie, weiß ich nicht, die Trailerpark hören. Ja. So, also glaube ich, gibt es sogar relativ viele. Glaube ich nämlich auch. Es ist ja auch dankbarerweise so zu einem ziemlich großen Spektrum geworden bis heute. Ja, genau. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese, also zumindest aus der Fansicht, ist das alles völlig irrelevant geworden. Ob das jetzt nun, ob wir nun noch ein Schlagzeug auf der Bühne stehen haben oder ob irgendwie Alligator da irgendwie dann das noch vom DJ kommt, das ist im Prinzip, nehmen die das glaube ich als gleiche Welt war sozusagen. Aber bei jemandem wie Flair, also ich kann mir kein Szenario in meinem Kopf vorstellen, dass sich Flair zu Hause hinsetzt und ein Kraftklub-Interview anguckt. Aber ja. Ich sitze zu Hause und gucke mir auf jeden Fall Flair-Interviews an. Aber es gibt, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass Flair sagt, so, jetzt mache ich mir eine Schnitte und jetzt mache ich mir zum Essen, mache ich mir schön ein Kraftklub-Interview an. Mal sehen, was der Felix so erzählt. Ja, aber woran liegt das? Das heißt, selbst ich könnte mir das nicht angucken. Aber das hast du ja schon gesagt, aber das würde dann ja andersrum bedeuten, dass das dann im Zweifel der Entertainment-Faktor dieser Nachrichten, die drumherum von Künstlern erzählt werden, einfach nicht so einen hohen. Genau, weil wir halt einfach nicht Wert so die, wir sind halt einfach nicht so die Personalities, um das jetzt mal neudeutsch auszusprechen. Aber dafür kommen bei uns halt vielleicht ein, zwei Leute mehr zum Konzert. Ja. Vielleicht kann man es so sagen. Vielleicht es gucken sich auf jeden Fall viel, viel mehr Leute. Also wenn jetzt dieses Interview online geht, wird es wahrscheinlich das schlechteste Interview sein, was in dem ganzen Channel ist. Und jedes Interview mit jedem Straßenrapper aus NRW hat mehr Klicks sozusagen. Wie ist da, ich meine, macht ihr das Social Media Business für euch selber? Seid ihr selber aktiv? Wie sind da so Resonanzen auf Sachen? Ja, also für uns gut. Ja. Für unsere Verhältnisse ist das gut. Aber natürlich ist das nicht zu vergleichen mit, wenn wir jetzt ein Video hochladen, und eine Woche später, und wir freuen uns darüber, dass es 1 Million Klicks hat, und eine Woche später kommt, Summer Jam mit einem Video und der hat dann innerhalb von 4 Stunden 1 Million Klicks. Weißt du, so, das sind einfach andere Dimensionen irgendwie. Ist aber einfach so. Da haben wir auch aufgehört, da jetzt irgendwie da drüber nachzudenken, warum das so ist. Ist halt einfach so. Weil ich finde das ganz interessant. Was so das Ganze drumherum medial dann noch angeht. Es gibt dann natürlich Hip-Hop-Medien, so wie wir. Und ich sitze dann da und unterhalte mich mit den Künstlern. Und das ist ein sehr großes Ding insgesamt ja einfach geworden, wie du ja selber sagst. Hast du neben der vielleicht fehlenden Personality noch eine andere Idee, liegt es vielleicht auch an den Fans, dass es das in anderen Genres gar nicht so gibt? Ich meine, es gibt Elektro-DJs, die sind riesengroß. Ich war mal auf der Suche vor kurzem nach so Informationen über ein paar Elektro-DJs. So. Und dann sehe ich, bei YouTube gibt es ein Interview mit dem auf irgendeinem Festival und das hat 657 Klicks. Und ich weiß, dass dieser Typ aber für wahrscheinlich 5-6-stellig da gerade gebucht wurde. So. Ist das ein reines Rap-Phänomen? Ich meine, da geht es ein bisschen jetzt um einen Blick von außen auf den Zirkus, in dem ich da auch unterwegs bin. Genau. Also es könnte natürlich sein, ich glaube, dass es auch ein Großteil daran liegt, dass im Rap das Zauberwort Authentizität nochmal eine andere Rolle spielt, als es möglicherweise in der elektronischen Musik eine Rolle spielt. Aha. Und dann, wenn natürlich die ganze Zeit davon erzählt wird, ich bin ein harter Banger, dann das ist vielleicht auch interessant, sich mal das Interview anzugucken, wie der harte Banger so aussieht und was er so erzählt und so. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das halt irgendwie ein Grund ist dafür nochmal, dass es so viele, also weil, ich meine, es gibt dann halt einfach YouTube-Stars, so irgendwelche BBs, Beauty Palace oder so, die haben dann nochmal mehr Klicks als die ganzen Rapper und das vielleicht, weil die noch authentischer sind, weil die noch mehr nur von sich erzählen, von ihrem Leben, die auch mag es noch so langweilig sein, aber die erzählen die ganze Zeit, ich und ich lasse euch teilhaben und ihr seid Teil von meinem Leben und ich habe keine Geheimnisse vor euch. Ihr seid meine Fans und euch erzähle ich alles. Mein Leben gehört euch so. Und die haben dann noch mehr Klicks, so, weil einfach alle wollen das echt haben. Alle wollen das so und ich will es überhaupt nicht echt haben. Ich will überhaupt niemand, dass niemand weiß, wo ich wohne und ich will auch nicht, dass jemand, mein echtes Leben ist total öde. Da muss ich keine Songs drüber schreiben, auch kein Album drüber schreiben. Deswegen schreiben wir halt, sind wir Songwriter und keine, oder...
Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich bin da voll bei dir. Ich kann auch voll nachvollziehen. Ich springe jetzt so voll rum. Das ist aber eigentlich der Grund, warum ich glaube, quasi, warum ein Elektronik-DJ weniger hat als der Rapper und der Rapper weniger hat als der YouTuber. Das gleiche gilt ja aber auch für Pop, das gilt für Rock. Überall habe ich das Gefühl, also andersrum habe ich das Gefühl, dass der Zirkus, in dem ich mich da auch befinde, über den ja von außen auch immer gerne gelacht und es ein bisschen so belächelt wird und das natürlich überspitzt wird an allen Ecken und Enden. Ja, aber das stimmt halt nicht. Also es ist, also weil... So eine Selena Gomez, die hat nichts mit Rap, die ist keine Rapperin. Nee. Und die hat dann trotzdem genauso viele Views auf ihre Sachen wie, weiß nicht, Nicki Minaj oder so. Ja. Also weißt du, das, ja, genau. Ich glaube, es kommt wirklich auf dieses, also ich will jetzt den Rapper nicht so nachtreten, aber das ist, es gibt schon eine gewisse Nähe zu diesem so, hey Leute, ich bin der Realste und das beweise ich euch jetzt, indem ich euch jetzt hier meine Gerichtsvorladung mal auf Facebook zeige, um allen zu beweisen, was ich sage, das stimmt alles wirklich. So. Und das ist denen scheinbar noch viel wichtiger und das vielleicht ist das, was so Leute dann so kriegt, dass sie sich das angucken wollen, weil das so eine Faszination hat oder so. Da sind wir nämlich bei... Aber vielleicht sind auch ein großer dieser Klicks vielleicht auch von sehr jungen Leuten. Das ist, diese These wage ich auch mal noch so reinzulegen. Absolut. Dann ist nämlich dann auch auf Boulevardesca Berichterstattung. Dann geht es um eine halbe Information, aus der eine komplette Headline gemacht wird. Oder das passiert uns oder mir sehr oft. Interview mit einem großen Künstler und andere Portale machen 25 News aus dem einen einzigen Interview. Was ist die krasseste Clickbait-Headline, die du bisher über Kraftklub gelesen hast? Ja, aber es gab tatsächlich eine. In diesen Hollywood-Star ist Kraftklub-Frontmann Felix heimlich verliebt oder so. Und das war halt auch so, wo ich dachte, was ist denn jetzt los, Alter? Was ist denn? Da habe ich in irgendeinem Interview gesagt, habe ich irgendeinen Spruch gemacht, dass ich Scarlett Johansson, also wenn ich quasi so, finde, dass das halt so eine richtige Frau, so dass die so, dass das halt, dass die nicht so Da ging es um Schönheitsideale generell und so dieses ganz, ganz Dürre und dass ich das gut fand, dass es quasi, ist ja im Endeffekt auch egal, jedenfalls habe ich gesagt, dass ich die gut finde und dann lese ich das halt so in diesen Hollywoods und ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Und auf einmal ist man auch in dieser komischen Welt so drin. Ich glaube, wenn man am Ende dann auch, egal in welchem Genre, Erfolge feiert, ist das automatisch ein Weg, den man mitgeht. Und irgendwie scheint es ja trotzdem zu schaffen und zumindest auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, ich bin dann auch nicht immer so direkt bei allem, was rund um euch passiert. Man kann nicht immer alles verfolgen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man merkt, okay, die ist Musik da und die wird auch sehr gefeiert. Und in der Regel geht es aber auch genau darum. Dann machst du aber so eine erste Single, diese Dein Lied heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Mit Du bist eine Hure. Und dann auf einmal passiert genau dieser Effekt, aber auch da. Ich merke, dass ich bin, ich höre mir dann einen Podcast von zwei Jungs an, den ich immer ganz gerne sonntags zuhöre und dann sagt sogar der eine von denen offiziell, Jürgen Kraftklub, ich mag euch, aber das Lied war kacke. Ja. Und dann stehe ich an der einen Stelle und der sagt, ey, das ging ein Stück zu weit. Also das ist ja dann aber auf der anderen Seite, würde ich sagen jetzt, in eurer Promophase ja auch ein ganz bewusster Aufschlag, ein ganz bewusster Knall, der da so gewählt wurde. Und dann sind wir wieder ein kleines bisschen bei dem, was Rapper machen. Ja, also diesen bewussten Aufschlag, das ist einfach, wir haben das Album fertig gemacht und auf diesem Album gibt es halt einen Song, der überhaupt nicht klingt wie alles, was wir hier gemacht haben. Das ist dieser Song. Ja. Deswegen haben wir den genommen. Wir haben den nicht genommen, weil da ein polarisierendes Wort drin ist. Dass dieses Wort polarisiert, das hätte man sich wahrscheinlich denken können. Ja, ich hab tatsächlich damit nicht so richtig geredet. Also ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das jetzt so Leute... Hat sich das Echo echt überrascht? Also ein Stück weit schon, weil im Endeffekt... Ich habe immer schon verstanden, dass Leute so immer so sehr viel das so immer wollen, dass es so authentisch ist und so. Und ich glaube auch, dass wir auf diesem Album da uns noch mal ein bisschen weiter von emanzipiert haben, von diesem wir erzählen von unserem Leben mäßigen. Aber ich war trotzdem der Meinung, dass es für alle immer klar ist, dass man, wenn man in der Ich-Perspektive einen Song schreibt, dass es nicht unbedingt die 1:1 die Meinung des Autors widerspiegelt. Du bist aber in einer Welt, wo Rapper dieses Business des Interviews und auch der Botschaft, die sie raustragen, dominieren. Und die sagen, da sind wir wieder bei Realness und all diesen Faktoren. Ja, das ist ja furchtbar. Und die sagen, alles stimmt, alles genau, was sie sagen. Und dann kommst du. Ja, aber das ist ja das Behämmerte daran. Ich fand auch schon immer Leute blöd, die gesagt haben,
also den Bushido, den kann ich nicht ernst nehmen. Der wohnt doch in Kleinmachnow und da rappt er immer noch davon, dass er irgendwie der harte Gangster ist. Das ist doch lächerlich. Nö, das ist mir doch egal, ob der in Kleinmachnow lebt. Was soll er machen? Soll er jetzt nur noch davon rappen, dass er in Kleinmachnow lebt und ein Familienleben lebt? Er twittert also, jetzt über die Postfiliale. Nein, aber weißt du was? Also so, wenn er, solange er gute Musik macht und das hart und authentisch rüberkommt, dann finde ich das geil. Und genau so ist das mit dem Song auch. Die Leute, die können einfach nicht, die finden es einfach scheiße, dass ich jemand bin oder wir als Gruppe, die natürlich für Feminismus sind, natürlich für Gleichberechtigung, natürlich das total rückständig und dumm finden, dass Frauen als Huren bezeichnet oder als Schlampen bezeichnet werden, wenn sie mit Leuten Sex haben und die Typen sind die geilen Checker. Das ist natürlich total dumm und rückständig. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem in authentischen, harten, bösen Song schreiben kann. Über eine Figur, einfach weil ich das spannend finde, dass die Figur kippt von ich bin verständnisvoll, ja, ist doch alles halb so wild, in der rachsüchtige Psychopath. So. Das finde ich einfach interessant. Und wenn ich Lust habe, harte Emotionen mit harter Sprache irgendwie auszudrücken, dann mache ich das halt. Ihr seid eine Liveband und dann denkst du doch bestimmt an jeden Song aus jedes, der jedes Mal kommt die Frage, wie das dann live kommt. Ja, das ist mir nie vorgehabt eigentlich. Ah, egal. Hau raus. Guck mal, da bin ich, Entschuldigung, jetzt stelle ich wahrscheinlich die gleiche Frage, die du schon vorher bekommen hast. Ja, aber ich habe einen anderen Ansatz, weil ich stelle, guck mal, es geht mir darum, ich bin mit Rappern groß geworden. Und dann weiß ich ganz genau, dass ein Kool Savas, wenn er Lutsch meinen Schwanz als Hook sich damals überlegt hat, dann hat er das genau auch gemacht, weil er auch wollte, dass das ganze Publikum Lutsch meinen Schwanz ruft. Ja. Wenn er das Urteil gerappt hat oder wenn Bushido den Diss-Track gegen den macht oder der gegen den, die wollen auch immer ganz genau, die wissen schon, okay, das ganze Publikum macht mit. Ja. Ist das ein Gedanke gewesen oder keiner? Das ist, also... Du kannst mir nicht erzählen, dass ihr nicht dann darüber redet, was das live bedeutet. Es ist ein Orchestersong. Wir haben noch nie darüber nachgedacht, ob wir den überhaupt live spielen. Wir sind ja keine Orchesterband. Okay. So. Und in jedem Interview wird gefragt, naja, aber ihr habt doch eine Verantwortung. Das singen dann junge Leute mit. Und dann denke ich immer so, am liebsten würden wir den jetzt einfach live spielen, einfach um die Leute zu ärgern. Ja, aber pass mal auf. Ich komme ja aus dem Rap. Ja. Da geht es nicht um diese Verantwortung. Diese Diskussion führe ich 100.000 Mal, wenn ich mich mit den Jungs unterhalte. Das muss jeder schon für sich selber wissen. Du fragst einfach nur, ob ich es geil finde, wenn Leute Hure schreien. Du bist ja auch noch irgendwo Rapper. Ob du bewusst irgendwo in dir dieses Gefühl hattest, dass Rapper haben, okay, ich weiß ganz genau, was ich rappe, was meine Hook ist. Ja, natürlich. Und ich will, dass das Publikum das mitmacht. Ja, nein, mit dem Publikum hat das nichts zu tun. Okay. Einfach, ich wusste für mich, geil, das muss genau so hart sein. Dieses Wort muss extrem sein, weil es zeigen muss, dass es das Härteste ist, das Schlimmste ist, um diesen Bruch darzustellen. Und weil es halt geil ist, wie sich dieses unglaublich harte Wort mit der lieblichen Musik reibt. Das ist einfach spannend, das ist interessant. Und wie die Leute das dann live mitnehmen, das war nie ein Gedanke, weil, wie gesagt, wir nie drüber nachgedacht haben, ob wir den überhaupt live spielen. Jetzt mittlerweile denken wir drüber nach, weil ständig Leute sagen so, das könnt ihr doch live nicht machen. Also das singen dann Leute mit und wir haben den noch nie live gespielt. So. Was war mit uns voll so? Das Ding ist doch aber, selbst wenn wir den jetzt live spielen würden, finde ich das trotzdem legitim, weil, selbst als ich irgendwie ein 13-jähriger beeinflussbarer Bengel war und mir Rap-Musik reingehört habe, natürlich kann man differenzieren. Natürlich läufst du da nicht rum und sagst, ja, Hure ist für mich ein ganz geläufiges Wort. Das sagt man zu jeder Frau. Das ist schon eine Standardbeleidigung für Frauen. Natürlich nicht. Natürlich ist es klar, dass es eine harte und brutale Entgleisung ist des Protagonisten, der da ausdrückt, ich flippe jetzt hier aus. Wie gesagt, ich will nur noch mal darauf, ich weiß ja, ich im Prinzip habe ich es mir schon fast denken können, dass dieses Thema und diese Frage 100 Mal gestellt wird. Ich will nur klar machen, dass diese moralische Ebene, halt, wenn du dich im Rap-Interview hier befindest, überhaupt gar nichts damit zu tun hat, weil das ist einfach Sprachgebrauch. Über den braucht man an einem bestimmten Level nicht zu reden, wenn man aus dem Rap kommt. Und da bin ich nämlich eigentlich bei dem, wo ich hin wollte. Du bist ja Rapper. Und irgendwie ist es natürlich aufgrund der Karriere, die du gemacht hast mit Band, in so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Aber du bist ja dann heute trotzdem irgendwo, dadurch, dass du es auch hörst, immer noch Rapper. Sondern hast du diese Attitude, die dann auch bis heute immer noch durchkommt? Botschaft? Ich weiß nicht, also wie gesagt, bei der Sache ist einfach, es braucht einfach einen klaren, harten Bruch sozusagen, um zu zeigen, dass es halt switcht die Figur von ich bin verständnisvoll und ich habe das ja alles, ach, das ist ja alles, was du willst, in
diese Rache-Fantasie. Haha, ich guck mal, ich habe dir einen Song geschrieben. Wie findest du den denn? So, das finde ich, es ist einfach lustig. Wem das zu hart ist, ne? Und wer da irgendwie. Wem das zu hart ist, der soll sich. Nein, aber ich meine, ich kann das ja verstehen, ne? Und dass einem das irgendwie gegen Strich geht und dass man das furchtbar findet. Ich verstehe bloß nicht, wie man dann so darauf schließen kann. Also, mir ist das immer viel zu viel Moralapostelei, wenn man sich an solchen Sachen so lange aufhält. Inklusive der ganzen Kommentare, die man da dazu gelesen hat. Ja. Aber ja, finde ich wirklich so. Wie gesagt, dann stehe ich dann eher an deiner Seite und denke mir auch, Jungs, entspannt euch doch mal. Nee, weil das ja auch, es ist ja auch wirklich nicht so. Wir sind, ich sehe das ja wirklich komplett. Also ich bin ja inhaltlich bei wahrscheinlich den meisten von diesen Kommentaren absolut dabei. Ich sehe das ja auch total bescheuert. Ich bin für Gleichberechtigung, ich bin für Feminismus. Das ist ja du musst nicht rechtfertigen, das ist in Ordnung. Aber man denkt manchmal, weißt du, was das Ding ist? Wenn ich gesungen hätte und dann sagt er zu ihr, du war dann null Problem. Ja. Aber in der Ich-Perspektive, in der ersten Person, auf einmal so, das geht doch nicht, kann man doch nicht bringen. Weißt du, und ich muss ja niemandem erklären, dass es eine Differenz zwischen Autor und Protagonisten gibt. Das ist doch, ich erkläre doch auch nicht jedem Leuten, ey Mann, übrigens, in die Disco geschissen, das habe ich nie. Also. Ja, ich finde das aber ganz interessant, weil da dann doch wirklich so diese gleichen Mechanismen, mit denen wir den Rappern auch immer zu kämpfen haben, wenn sie so mit Medien oder mit der Welt da draußen reden, dann auch da voll auf dich eingeprasselt sind. Absolut. Und ich fand das auf jeden Fall krass, dass auf einmal so diese komplette. Herzlich willkommen. Ja, diese Distanz auf einmal so, das ist deine Meinung. Du bist ein Sexist. Also, was? Aber wie gesagt, da sind wir eigentlich bei dem, du bist so ein bisschen von dem Weg, auf dem ich hier mit dir war, von dem du dich ja so ein bisschen entfernt hast, trotzdem der Rap in dir drin steckt und dann durch so eine Aktion du genau in der gleichen Argumentationsschiene wirst. Ich habe jetzt Interviews mit Bushido und Flair diese Woche geführt und beide haben an bestimmten Punkten genau die gleichen Argumentationsproblematiken, weil sie denken, ey, ihr da draußen, sag mal, ihr kapiert's nicht. Ja, naja, wie gesagt, es ist ja auch, das Problem ist ja auch, dass man mit Kunst, also man, wenn man einfach nur sagt, ja, das ist Kunst. Ja. Damit kann man ja alles legitimieren. Ja. Man kann immer sagen, ja, das ist einfach Kunst. So, ne? Aber wie gesagt, es geht mir darum, warum ich das, dass ich natürlich in einer Gesellschaft leben möchte, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind und ich trotzdem einen Song mache, weil ich diese Perspektive interessant finde. Die Perspektive des gehörten Typen, der dann in die Rachefantasie kippt und weil ich halt Bock habe, dass harte Sprache zu benutzen, um harte Emotionen auszudrücken. Und ich trotzdem Feminist sein kann. Weißt du so, das ärgert mich, dass mir das quasi, es kann ja jeder scheiße finden, den Song, und sagen, ey Mann, ich kann mich ja echt, das ist mir echt zu heftig, so. Aber dass einem das gleichzeitig so abgesprochen wird, das hat mich so, das war neu sozusagen. Ich glaube, du bist da voll noch in der Verteidigungsmodus, deswegen hole ich dich da kurz raus. Finde aber daraus so einen anderen Ansatz für mich ganz interessant oder eher eine Frage daraus. Eine setze ich vorweg. Wie viel Rap hörst du aktiv von dem, was im Moment los ist? Also, kannst du mal so. Ich höre schon. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin, wo viel aktueller Rap geteilt wird. Das heißt, so von Miami Yassin bis zum Audio 88-Video. Das gucke ich mir schon alles mal an, ja. Taucht alles bei dir auf? Ja. Und manche Sachen gucke ich mir dann nicht mehr an und manche Sachen gucke ich mir zweimal an und dreimal oder so. Also, ja, bin schon relativ. Also ich informiere mich. Ich kenne wahrscheinlich jetzt nicht alles, aber... Was hat dich außerhalb deines Freundes- und Dunstkreises am meisten beeindruckt in letzter Zeit? Naja, ich fand schon diese neue Swagginess so von also tatsächlich, was ich tatsächlich interessant, also wo ich es am interessantesten fand, war so diese El Guni Welt, die da aufgemacht wurde. Dieses so, weil das auch interessant war, dass es so Leute... Ja, mit den Füßen aufgestampft sind, der kann doch nicht davon rappen, dass er irgendwie Geld hat und dann so rumlaufen und so. Das fand ich aber gerade interessant. Der neue Punk. Dann fand ich spannend Sixten. Mhm. Und also diese neuen Frauen, also auch Haiti, fand ich super, super spannend. Und auch bei beiden, dass die durch ihre pure Existenz quasi in dieser Macho-Welt des Raps so angeeckt sind. Einfach nur, weil es die gibt, sozusagen. Bei diesem einen Song von Nura, dieses Ich bin schwarz, wo dann noch diese Ebene dazu kam, dass das irgendwie in irgendeinem kruden Nazi-Forum irgendwie geteilt wurde und dann so in diesen Kommentaren und den Videos alles voll ist mit so irgendwie einem krassen Fascho aus Amiland oder so.
das fand ich auf jeden Fall alles super spannend und interessant. Was kam denn noch? Kriegst du so Mario Yassin, 50 Millionen Klicks, Singeln, so? Ja, finde diese ganze Karibik, Afro-Beat-Welle, so die dann so irgendwann schwappte, das habe ich mir alles angehört. Ich fand das auch irgendwie teilweise ganz interessant. So richtig berührt hat es mich nie so richtig. Aber ich fand es natürlich faszinierend, dass das so abgeht. So, ich hätte auch nicht gedacht, dass Ruff und Bones, dass die so abgehen damit, wo ich diese ersten Sachen gehört habe. Und dann war das ja wirklich so, ach du Scheiße, was geht denn da ab? So. Also feiere ich, dass das so durch die Decke gegangen ist. Haben diese ganzen Sachen irgendwie Einfluss auf Kraftklub-Musik? Nö. Nee? Also was heißt, das, man kann da nie Nein sagen, weil das ja, klar, ich höre mir das an und unsere ganze Musik ist so, also war sie ja schon immer extrem beeinflusst von anderen Künstlern. Also das wäre total affig. Man hat von Anfang an unsere Musik immer schon angehört, dass wir vor allem Musikfans sind. Wir haben uns das ja nicht irgendwie diesen Sound so aus der Rippe selber geschnitzt, sondern das ist ja, ja klar, wir sind in allererster Linie Musikfans, die auch Musik machen und von den Sachen, wo ich Fan bin, die fließen da wahrscheinlich auch in meinen eigenen Rap-Style ein. Aber die anderen hören ja wirklich sehr, sehr wenig Rap und vor allen Dingen dann so diesen deutschen Rap dann noch viel, viel weniger. Da bin ich, glaube ich, echt der Einzige, der das so verfolgt von unserer Gang. Am Ende ist es dann vielleicht auch eher die lyrische Seite, die da prägen kann. Denn, oder erstmal die Frage an dich, findest du, dass die Stärke der Aussage durch die Vielfalt, die es im Rap gibt, dass das besser geworden ist, dass es interessanter geworden ist vielleicht? Ja, ich fand das schon immer schräg, dass Rap immer schon darüber geredet hat, dass Rap dass Rap tot ist oder dass Rap irgendwie gerettet werden muss oder so. Und ich fand schon immer so, als da draufsteht, fand ich immer so, hä, Rap geht's doch schon fantastisch. So, oh, 2008, 2009, da ging's schon mal so, das war schon recht hart. Ja? Ja. Ich fand schon immer, dass es total. Ja, genau, und zu der Zeit habe ich dann aufgehört. Ja, hast gemerkt, das wird alles nicht. Wird nichts, komm, ich mach die andere Sache. Komm mal. Nee, keine Ahnung. Klar, das ist natürlich super, super nochmal extrem geworden, die Vielfalt oder so. Aber dadurch, dass Rap immer schon die Musikrichtung war, die jeder halt machen konnte, wird es wahrscheinlich auch immer die bleiben, die am innovativsten ist, weil es einfach immer wieder. Junge, du brauchst kein Geld, du brauchst keinen Gitarrenunterricht, da müssen dir deine Eltern kein Schlagzeug für kaufen. Du kannst einfach irgendwie auf irgendwelche Fruity Loops, Internetbeats erstmal losrappen. Irgendjemand hat schon ein Mikrofon von deinen Homies. So. Also von daher glaube ich, das wird immer die innovativste Musik bleiben wahrscheinlich, für lange Zeit. So. Welche Künstler sind am kompatibelsten, zum Beispiel so in Kollaboration oder in Feature-Art, die du dir allgemein erstmal so vorstellen kannst, was für das, was ihr macht. Für uns jetzt? Ja, genau. Weil ich finde halt diesen Crossover, der generell diesen Mix, immer sehr interessant, der dann häufiger mal entsteht und wo dann vielleicht auch mal ein bisschen Brücken geschlagen werden. Also es geht dann los bei Motrip, der das Classic-Ding zum Beispiel macht, was ja auf den ersten Blick so dann sehr weit auseinander ist, dann aber, wenn man es sich genau anguckt, schon gut zueinander passt. Ja, also wir haben Casper und T.S. Ullmann ist nah beieinander zum Beispiel und so, aber ihr habt das ja auch schon gehört, aber siehst du in den neuen, darum geht es mir so ein bisschen, so Crossover-mäßig Gedanken, wo man vielleicht auch irgendwo mal, obwohl das musikalisch vielleicht ein bisschen weit auseinander ist, trotzdem beieinander ist? Also das Ding ist ja, wir sind ja nun mal etabliert, so. Wir sind jetzt die halt irgendwie auf den Festivals da oben stehen und so, ja, das ist nun mal so gekommen. Und ich finde, und das fand ich schon immer, die jungen Bands, die müssen sich abgrenzen von Leuten wie uns. Die müssen überhaupt nicht mit uns zusammen. Jetzt klingt so richtig alt. Nee, aber ist so. Das wäre ohne Scheiß, das wäre eigentlich der Tipp, den ich den allen geben könnte, sich einfach nur abzugrenzen von Materia, Casper, uns, von all den Etablierten. Die müssen es anders machen. Nur so kann interessante Sachen entstehen, finde ich, glaube ich. Kann aber auch sein, dass es Schwachsinn ist, weiß nicht. Ist das aber auch so der Grund, also dann am Ende auch deine Liebe, dass das Kosmonaut Festival auch so einem großen Mix aus Genres geworden ist? Das hat jetzt nicht nur mit meiner Liebe zu tun für Rap, das hat einfach was damit zu tun, dass Rap einfach interessant ist. Und dass Rap einfach spannende Sachen zu bieten hat. Wenn Rap nicht so viel zu bieten hätte, würde das da auch nicht stattfinden. Da könnte ich noch so sehr auf und niederspringen. Da würden die anderen sagen, jo, das ist
juckt aber keinen so. Wie weit bist du eigentlich eingebunden? Was machst du genau? Wir kümmern uns alle um die ganzen Booking-Geschichten mit. Ja? Also alle Bandentscheidungen, die werden quasi zusammengetroffen. Nicht nur wir alleine, sondern es gibt noch zwei, drei andere Leute, die da mitmachen. Und dann diese ganzen Verträge machen und checken, das mache ich dann nicht mehr. Aber das, wen man gerne hätte und wen man gerne machen würde, das machen wir. Ja? So. Ist das dann auch so, Festival machen? Oder sein eigenes Festival machen und dann daran arbeiten, ist ja dann auch immer so eine schöne Sache. Und das ist ja ein Traum, den viele haben. Ist das ein Traum, der viele haben? Ich hätte gerne mein eigenes Festival. Nee, aber ganz ernsthaft. So, weil dann, das gehört ja so ein kleines bisschen dazu, ja, cool, alle meine Lieblingsbands zusammenzuholen. Und dann können die meisten davon, aber kriegen gar nichts mit, weil sie eine Woche lang keinen Schlaf kriegen und die ganze Zeit irgendwo unterwegs sind und den Headliner mit einem halben Ohr hören. So. Ja, genau so war das jetzt immer. Ja. Ja. Wird das auch immer für dich so bleiben, oder? Ja, keine Ahnung. Dieses Jahr vielleicht nicht, weil wir dieses Jahr einfach keine Zeit haben, da so viel zu machen. Ja. Aber die letzten Jahre war das schon so. Der Till hat einfach, war der Runner, war in so einem Bus und ist einfach zwei Tage lang, hat er immer Sachen besorgt. Max hat sich den ganzen Backstage gekümmert. Wir haben Licht gehangen, die anderen haben die Sachen gestellt auf dem Gelände und so. Also man ist da schon ganz am Rumwerkeln einfach die ganze Zeit. Und dann mittlerweile ist das ja so, früher war das erste Festival, das haben wir an dem Tag einfach angefangen. Ja. An dem Tag, wo es losging, haben wir früh die Bühne aufgebaut. Mittlerweile ist man eine Woche vorher da. Ist auch geil, aber ist geil, dass da alle so am Start sind alle zusammen, das so basteln, kommen ganz viele Freunde von uns, so auch die ganzen Berliner kommen dann alle nach Chemnitz und dann werkeln wir halt eine Woche da rum. Aber es ist natürlich auch super anstrengend. Und dann am Ende dieser Woche ist das Festival und dann ist man eigentlich komplett im Sack einfach nur. Ich war noch nie da, das hat bisher zeitlich nie geklappt, aber ich will dieses Jahr es mir auf jeden Fall mal angucken. Mach mal, da ist auch wieder viel Rap dieses Jahr. Ja, aber das ist auch manchmal dann gar nicht so wichtig, sondern ich finde sogar eher spannend diesen Kontext. Und da sind wir ein bisschen auch bei Publikum, denn im Prinzip ist das auch der Einstieg und damit dann auch so ein bisschen der Abschluss von dem Gespräch, dass die Zielgruppen sich ja mittlerweile so überlegt haben, dass es eine Haftbefehl-Platte neben einer Kollega-Platte und einer Kraftclub-Platte und dem neuen Flair-Album nicht so abwegig sind. Und dass man wahrscheinlich auch im Publikum natürlich dann schon eine gewisse Richtung sieht, aber dass diese Vielfalt so, wie soll ich sagen, also für mich vom Line-Up her auf so einem Cosmonaut-Festival dann auch recht prägend ist im Vergleich zu anderen. Ich hab so mir erzählen lassen, dass es ein bisschen mehr Seele haben soll, als es bei manchen anderen, wo sehr viel Rap eingebucht wird, weil Rap halt so funktioniert. So, kannst du mir das so verkaufen? Es wird halt von Leuten gemacht, die selber viel auf Festivals waren und von uns halt. Ja. Und die quasi die Bandperspektive vielleicht ein bisschen besser kennen als andere. Und deswegen wirkt es vielleicht für viele Bands ein bisschen liebevoller. Aber im Endeffekt, ich glaube, dass sich die Rock am Rings und so, die geben sich genauso viel Mühe für ihr Festival. Da werden halt auf andere Sachen vielleicht ein bisschen mehr Wert gelegt. So. Wir werden uns aber halt nie Metallica leisten können. Das können die dann halt. Das ist ja auch für jeden sein Ding. Aber da jetzt irgendwie so ein Schluss zu ziehen, dass man jetzt sagt, Wir haben irgendwie wir bringen Rap und die andere Sache, wir bringen zusammen in so einer eklektischen Superfestival. So war zumindest nie der Anspruch. Wir machen einfach die Musik, die wir interessant finden. Und vielleicht geht es ja dumm zu und Rap wird einfach uninteressant in 5 Jahren. Und dann werden wir gnadenlos Rap aussortieren. Rap ist einfach spannend. So. Da passiert einfach viel, viel geiles Zeug und vor allen Dingen halt wirklich viel junges Zeug. So. Also ne, viele Leute, die man da buchen kann, die einfach irgendwie Anfang 20 sind und hungrig sind und frisch sind und Bock haben zu spielen. Und das ist auf jeden Fall, vielleicht ist das ein bisschen neu, vielleicht war das 2008 noch nicht so. Das ist doch viele, dass es genau viele 20-Jährige gab, die schon Bock haben, einfach mal in einen Club zu gehen und einfach da abzureißen. Und alle wollten erstmal riesengroße, geile Studios besuchen. Ich muss dich nicht enttäuschen, Rap wird nicht mehr tot gehen, glaube ich auch. Insofern wirst du weiterhin Rap auf dieses Festival bringen müssen. Ich bin da froh drüber. Ich kann dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Es war für mich auch ein sehr schöner Ausflug. Sehr gern. Und ich kann dir schon mal ans Herz legen, ne? Bushido, Flair-Interviews demnächst wieder bei BitTV. Ich werde es mir gönnen. Wir gucken uns mal an, wie dieses Interview dazwischen funktioniert. Dankeschön euch, danke für deine Zeit. Ciao, ciao. Bis bald. Yeah. Here we go. This here is hip hop. Word up. Stop looking, listen. Back.
backspin.